Herzlich willkommen zu unserem Zimmerduell. Mit dabei sind unsere Kapitäninnen Marit Priesen und Laura Freiger. Ich bin kein Kapitän. So, zur ersten Frage. Wer braucht morgens länger im Bad? 3, 2, 1. Richtig. So, jetzt zu einer spannenden Frage. Wer musste bisher in dieser Saison mehr in die Mannschaftskasse zahlen? Ja, keine Frage. Habt ihr richtig gemacht. So oft wie ich irgendwelche Sachen vergesse. Gerade heute wieder 2 Euro für die Jacke. Da siehst du mal. So, wer von euch beiden muss öfter zum Physiotherapeuten? Ganz klar. Ja, ich glaube, das Alter. Richtig. Lustige Frage. Wer von euch hat die größere Klappe? Aber du auch, aber halt anders. So. Wer kann besser kochen? Ich wollte gar nicht überlegen. Einstimmig, ganz schnell entschieden. Aber ich bin auch nicht schlecht. Wer drückt mehr beim Bankdrücken? Eigentlich müsste das jetzt leicht sein. Weil einer von uns beiden macht die Übung nicht. Ja, aber ist richtig. Okay. Nächste Frage. Wer von euch ist der bessere Autofahrer? Hast du aber gezögert hier. Ich? Ja. Was kam denn eben noch per E-Mail? Ich habe falsch geparkt, das hat damit gar nichts zu tun. Ich weiß, dass du davon ausgehst, dass du der beste Fahrer bist. Also. Ah ja. So, wer von euch ist witziger? Puh. Schwierige Frage. Kommt drauf an, ob man es witzig findet oder nicht. Das ist aber mies. Ja, müsst ihr jetzt entscheiden. Nee, geht nicht beides. Nein? Nein. Ich finde uns beide witzig. Ich lache nicht über meine eigenen Witze, deswegen nehme ich Mare. Dann nehme ich dich. Frage wird rausgenommen. Ernsthaft? Wer kommt bei den Männern besser an? Oder bei den Frauen? Ernsthaft? Also wirklich. Ja, welche Frage sollen wir jetzt beantworten? Ja. Ich versetze dich mal in Laura. Was soll das denn heißen? Ja, das sind ja jetzt zwei Fragen. Wer bei den Männern besser ankommt? Nee, das ist ja eigentlich eine Frage. Außer das ist schon wieder so fies. Was soll das bedeuten? Wollt ihr nicht beantworten? So, Marit, du musst noch entscheiden. Laura hat sich entschieden. Ich bin fast verheiratet. So, habt ihr richtig gemacht. Ich sag ich wegen meinen Tanzmoves. Die überzeugen. So, nächste Frage. Wer von euch beiden ist der größere Tollpatsch? Mhm. Oh, Laura? Eigentlich ganz klar, ne? Weißt du selbst. Ja. Mann, ich komme mir so. Du bist so blöd spannend, vor. Ey. Ich komme mir echt blöd vor. So, wer ist die größere Drama Queen? Drama, wir haben beide nichts mit Drama. Nee, das ist nicht so unser Ding. Nee, nicht eher so die. Da hebe ich kein Hütchen für, nö. Doch, musst du. Mach ich aber nicht. Dann kriegt ihr Minuspunkt. Okay, Minuspunkt. So, letzte Frage. Die spannendste Frage. Wer ist die größere Meckertante? Meckertante? So würde ich mich nicht beschreiben. Ich mich eigentlich auch nicht. Du müsst ihr trotzdem entscheiden. Ja, gut. Beziehst vielleicht mal aufs Spielfeld. Laura? Richtig. Also ich muss sagen, ihr habt es richtig gut gemacht. Wow. Dachte ich nicht, aber Hut ab. Dachtest du nicht? Wieso? Herzlichen Glückwunsch zur tollen Leistung. Danke. Es hat Spaß gemacht. Herrlich.